Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Hardware-Rat und zwar mit dem Gaming-PC RGB 800 für 859,99 €. Ich hatte ja bereits gesagt, wenn ihr euch mal günstigere Systeme wünscht, die ich mir angucken soll, dann postet sie in dem Videovorschläge-Kanal. Das hat Solid Secondhand auch gemacht und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild, das ist das ganz normale Gehäusebild, das finde ich auch in Ordnung so. Was mich hier so ein bisschen wundert, Hardware-Rat geht sonst immer so ein bisschen weg von RGB, damit er halt auch Geld spart, damit die Systeme mehr Leistung haben. Hier haben wir wirklich mal ein RGB-System. Starten wir aber erstmal mit dem Prozessor, das ist ein AMD Ryzen 5 5600. Ist natürlich noch die AM4-Generation, klar, bei dem Preispunkt, da haben wir so einige günstige Sachen da drin, deswegen werde ich jetzt nicht so viel schimpfen, wie ich es manchmal bei anderen Systemintegratoren mache, wenn die ein teures System haben und dann billige Komponenten nehmen. Trotzdem ist das natürlich ein guter Prozessor. 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200. Zum Zocken reicht er völlig. Wenn ihr jetzt natürlich streamen wollt, rendert über die Grafikkarte oder nimmt direkt einen 5700er oder so, das Problem bei Hardware-Rat ist einfach, man kann nicht viel umkonfigurieren. Aber für die Grafikkarte, die hier verbaut ist, reicht der dicke. Und der kostet 111,99 € bei Mindfactory. Der Prozessor Kühler ist ein ARGB, hat er sogar fett geschrieben, Endorfi Fera 5. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 220 Watt, den habe ich auch schon getestet. Der schafft bis zu 200 Watt, realistisch gesehen. Ich hatte den mal auf einen 12700K geschnallt, Cinebench rüberrennen lassen, packt der. Und hat natürlich noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, ist jetzt nichts Besonderes, ist jetzt auch kein High-Quality-Lüfter oder so, aber er reicht aus. Und der kostet 36,97 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B550M DS3H. Ich kann es bei dem Preispunkt irgendwo noch verstehen, dass man dann MicroATX nimmt. Allerdings hat das Board auch noch so ein paar Sachen, die mir nicht ganz so gefallen. Wir haben zwar hier an der Seite gekühlte Spannungswandler, hier oben allerdings nicht. Gut, die sind jetzt auch nicht so wichtig, die hier sind schon wichtiger. Für einen 5600er reicht das auch. Hätte trotzdem ein anderes Board genommen, zeige ich euch gleich auch mal welches. Wir haben 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine zweite SSD. Hier kommt die Grafikkarte rein und die wird sehr wahrscheinlich beide Slots hier unten verdecken mit dem Kühler, dass ihr die nicht mehr benutzen könnt, um irgendwie was zu erweitern, eine WLAN-Karte oder so. Dann müsst ihr dann halt die USB-Anschlüsse nutzen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In. Firma USB 3.0, Firma USB 2.0, Netzwerkanschluss. Onboard-Grafik könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Nehmt dafür bitte die Grafikkarte, immer ganz wichtig, haben wir ganz oft das Problem auf dem Discord. Die Leute kriegen kein Bild, weil sie es halt am Mainboard anschließen. Und einen PS2-Anschluss haben wir auch noch. Ja, es ist so ein typisches Büroboard. In vielen Unternehmen werden USB-Anschlüsse deaktiviert, halt wegen auch Virenschutz oder Trojaner oder whatever, weil die Leute von zu Hause irgendwelche USB-Sticks mitbringen und dann benutzen die halt Mäuse und Tastaturen über diesen Anschluss, weil der halt komplett analog ist. Also das Board finde ich jetzt wirklich nicht so gut gewählt. Ich zeige euch mal kurz, welches ich gut finden würde. Ist jetzt auch nicht das mega geile Board, hat aber komplett gekühlte Spannungswandler, ihr habt mehr Erweiterungsmöglichkeiten und kostet halt 20 Euro mehr. Ich hätte tatsächlich diese 20 Euro noch investiert. Dann kostet das System halt nicht 850 oder was, sondern 870, aber das hätte ich wirklich noch gemacht. Ihr seht hier halt, dass ihr die Erweiterungsslots dann dementsprechend noch benutzen könnt und dann haben wir hier die gekühlten Spannungswandler und so weiter. Es sieht auch schöner aus, es ist einfach so. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt natürlich dieses Board und das kostet 89,31 € bei Mindfactory. Was den Arbeitsspeicher angeht, haben wir 32 GB DDR4, 2x16 GB, 3600 CL18. Welcher Hersteller das genau ist, wissen wir leider nicht. In der Vergangenheit hat Hardware-Rat viel auf diesen GoodRAM gesetzt, deswegen nehmen wir den jetzt auch. Erstmal 32 GB ist gar nicht mal so selbstverständlich in dem Preisbereich, kann man heutzutage aber machen, weil der Preispunkt echt so gering ist bei DDR4. 3600 ist über der Spezifikation von dem Prozessor, CL18 ja gut. Da gibt es natürlich bessere, aber das reicht in so einem Preisbereich wie gesagt völlig aus. Der hat allerdings keine RGB-Beleuchtung, der ist einfach nur schwarz. Und der kostet 78,32 € bei Galaxus. Die SSD ist eine 1 TB M.2 NVMe PCI Express 4.0 Innovation IT Performance Y, 5000 MB die Sekunde lesen, 4800 MB die Sekunde schreiben. Gut, auf die Lese- und Schreibraten brauche ich dementsprechend jetzt nicht mehr einzugehen. 1 TB, auch völlig gerechtfertigt in dem Preisbereich, kann man machen. Wenn ihr mehr Speicher braucht, könnt ihr bei dem Mainboard natürlich noch erweitern. Ihr könnt noch eine zweite SSD reinschmeißen. Und die ist auch deutlich schneller als jetzt so eine Kingston NV2, was viele Systemintegratoren halt nehmen. Also von daher gute Wahl. Und die kostet 67,53 € bei AI Trading 24 bei eBay. Die Grafikkarte ist eine 8 GB KFA2 RTX 4060. Hier wissen wir zumindest, was wir bekommen, was die Grafikkarte angeht. Machen auch nicht alle Systemintegratoren so. Die 4060 ja für Full HD relativ gut geeignet. WQHD, wenn ihr jetzt nur E-Sports-Titel spielt, natürlich auch. Wollt ihr jetzt wirklich irgendwie AAA-Titel spielen mit wirklich guten Grafikeinstellungen und guten FPS-Werten, dann solltet ihr eine andere Grafikkarte nehmen, dann müsst ihr wieder mehr Geld in die Hand nehmen. Hier in dem Preisbereich gut gewählt. Es gibt Systemintegratoren, die teilweise noch auf eine 3050 oder so gehen. Zum Beispiel Krotos. Ich habe die Preise mal so ein bisschen verglichen und da werden noch ältere Grafikkarten genommen. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 305,90 € bei XCOM. Das Netzteil ist ein 500 Watt 80 Plus Bronze Silentium PC Vero L3.
Man sollte jetzt meinen, dass 500 Watt nicht ausreichen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Die Grafikkarte haut sich ca. 115 Watt rein. Wir können jetzt mal mit 150 rechnen, damit wir mal so einen ganz, ganz glatten Wert haben. Und der Prozessor pfeift sich 65 Watt rein. Selbst wenn wir da 150 rechnen, sind wir bei 300 und das Netzteil hat 500. Natürlich, ihr habt noch ein paar RGB-Komponenten und so, aber die 500 Watt reichen tatsächlich aus. Ansonsten hat es 3 Jahre Herstellergarantie, halt nur die 80 plus Bronze-Zertifizierung und festes Kabelmanagement. Was kann man in dem Preisbereich auch erwarten? Was soll ich sagen? Das wäre ein Netzteil, was ich mir persönlich niemals kaufen würde. Ineffizient, sowieso zu wenig Leistung für meine Verhältnisse, weil ich ja ganz andere Komponenten habe, klare Sache. Aber hier passt es halt rein. Es gibt Systemintegratoren, die solche Netzteile sogar bei 1800 Euro PCs reinbauen. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Hier jetzt bei 860 Euro, ja, warum nicht? Kommt jetzt aber bitte nicht auf die Idee, wirklich eine fette Grafikkarte da reinzuschmeißen, eine 4070 Ti Super oder so. Das funktioniert dann nicht mehr so gut und vor allen Dingen mit diesem Prozessor habt ihr dann auch noch einen Bottleneck. Und das kostet 52,90 Euro bei alza.de. Das Gehäuse ist ein ARGB Cooling Observatory HF Mesh. Das hat 340 mm Lüfter in der Front RGB beleuchtet, einen im Heck mit 120 mm auch RGB beleuchtet und auch noch zwei oben im Deckel 120 mm RGB beleuchtet. Und es hat halt eine Mesh-Front. Qualitativ wurde mir jetzt schon oft gesagt, dass diese Cooling-Dinger nicht so geil sind, aber halt in dem Preisbereich mit so vielen Lüftern, warum nicht? Der Airflow wird auf jeden Fall gegeben sein. Gut, die Komponenten werden jetzt eh nicht so warm, aber naja, it's nice to have. Und das kostet 54,89 Euro bei Mindfactory. Das Betriebssystem ist Windows 11 Pro 64-Bit. Somit haben wir wieder das aktuellste Betriebssystem da drauf, auch aktiviert. Und das kostet 17,92 Euro bei MySoftware. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 815,73 Euro. Und das System kostet 859,99 Euro. Das ist ein sehr fairer Preispunkt. Natürlich hat er andere Einkaufspreise. Er nimmt das ja in größeren Mengen ab. Aber es ist für euch auf jeden Fall ein guter Preispunkt, sag ich mal, für bummelig 40 Euro das System zusammengebaut zu bekommen. Wir müssen halt die Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben. Wir können jetzt nicht erwarten, dass dein BeQuiet PurePower 12M oder so reinwandert und auch kein Full ATX Mainboard, obwohl es halt für 20 Euro mehr gehen würde. Verstehe ich bis heute nicht, warum er immer dieses DS3H nimmt. Aber für das Geld ist das wirklich okay. Ich habe vergleichsweise mal bei Dubaro geschaut, was die da so anbieten. Wir haben hier 849 Euro einen PC, auch mit einem 5600, auch mit einer 4060. Wir haben auch das gleiche Mainboard da drin von Gigabyte, allerdings nur einen alternativen AMD Intel CPU Kühler. Meistens diesen Boxed Kühler, der ist ein bisschen lauter. Da hat Hardware-Radius jetzt wirklich einen Vorteil, weil es wirklich dieser End-of-Life-Kühler ist, den ich selber auch schon im Test hatte. Wir haben auch 3600er RAM, Fury Beast, da wissen wir, was wir bekommen, allerdings nur 16 GB anstatt 32. Genauso haben wir hier die Spatium, die so noch ein bisschen langsamer ist als die von Innovation IT und auch nur 500 GB anstatt 1 TB. Und das Netzteil hat zwar 150 Watt mehr, ist aber ein AZA PSAZ auch mit Bronze, also ist jetzt auch nicht so geil. Und dann haben wir hier ein Gehäuse, was 3 Lüfter mitbringt anstatt 6. Also wenn ich den jetzt nehme und den vergleiche mit dem von Hardware-Rad, würde ich eher den von Hardware-Rad nehmen tatsächlich. Also preislich gesehen kann ich ja wirklich nicht meckern. Ich hätte das Mainboard getauscht. Okay, aber ansonsten könnt ihr euch den ruhig so kaufen. Warum nicht? Erwartet aber bitte nicht, dass ihr in Zukunft da irgendwie großartig drauf aufbauen könnt. Also jetzt einen stärkeren Prozessor einfach so standalone da drauf zu schmeißen, ohne das Board zu tauschen, würde ich lassen. Eine fettere Grafikkarte aufgrund des Netzteils, ja, würde ich auch lassen. Gut, das wäre es dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.